Hallo und herzlich willkommen zu. Not all drugs lead to animals, so I always apply the sniff test. If the droppings are fresh, your game is close by. But if you find all the droppings, that animal is long gone and you should look for the more recent trail. Zu Zahanta! Die Olle, ne? Die geht mir echt auf den Sack. Wollte ich nur mal so anmerken. Aber heute ist der 26.12., also der zweite Weihnachtsfeiertag, wollen wir mal nicht so sein. Ich möchte euch jemanden vorstellen, der hier, keine Ahnung, so in der Ecke steht. Das ist Goliath, mein Bluthund. Der manchmal ein bisschen weird ist, der macht Sachen. Aber egal. Goliath? Einmal streicheln, hier ein bisschen hier. So, ja, feiner, ja, feiner Kerl ist er. Ja, fein. So, und dann spielen wir nochmal einmal mit ihm. Jetzt ist er richtig gut drauf. Da, guck. Nice. Gut gemacht, Junge. Ich bin hier in so einem neuen Revier. Ich habe irgendwann mal, das war auf Humble Bundle, da hatten sie mal vor Hirschziegenantilope, da hatten sie mal vor Ewigkeiten mal so ein Angebot mit ganz vielen Sachen drin. Und jetzt vor kurzem hatten sie das wieder. Zum Glück habe ich das nicht gekauft. Und mir ist dann aufgefallen halt, dass ich das damals schon gekauft hatte. Ob das jetzt gleich war oder ob da andere Sachen drin waren, kann ich alles nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich jetzt mal hingegangen und habe sämtliche Keys, die ich da abgeschnappt habe damals, hier auf Steam aktiviert. Und ich habe echt viel jetzt. Ich habe einfach viel. Und da war halt dieses Revier bei. Und da habe ich gedacht, dann gehen wir da mal durch, ne? Ich muss zugeben, ich bin gerade schon mal so eine halbe Stunde oder so hier unterwegs gewesen. War aber überhaupt nicht erfolgreich. Überhaupt nicht. Und ja, hier ist so ein Mädel, was ich hier ständig über Funk an den Ohren habe. Keiner, der gehört irgendwie hoch. Maultierhirsch. Oh. Das ist, das ist nicht einfach, ne? Ich habe einfach gedacht, ich schieß mal. Es könnte geklappt haben. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich bin echt gespannt. Das wäre cool. Gerade als ich das gerade auf jeden Fall mal so Test gespielt habe, ich bin so einem verdammten, verkackten Hirschen gefühlt eine Ewigkeit hinterhergelaufen. Nicht, dass der das jetzt ist, auf den ich gerade geschossen habe. Das könnte sein. Und es hat überhaupt nicht geklappt. Mal sehen. Mal sehen, was... Ich habe mal hier durch diese ganzen Pflanzen geschossen. Wer weiß, ob ich den überhaupt in irgendeiner Art und Weise erwischt habe. Hier ist, glaube ich, das ist irgend so ein... S-Revier oder so. Ich muss erstmal wieder in dieses Spiel reinkommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gespielt habe. Da ist so lange her. Und ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo hier... Hallo? Such mal Blut.
Ist hier sowas? Er sucht. Aber bist du sicher, da war das nicht? Ja, der ist gut. Oh, der ist gut. Goliath. Gut gemacht. Ist ein verdammt schweres Tier. Ja, ich komme. Aber Blutungsgrad ist sehr gering. Und du gehst da lang? Hast du was noch in der Nase? Wo ist er? Da. Den siehst du ja gar nicht hier in den. Boah, ich habe keinen Bock, jetzt diesen Viech wieder gefühlt. Goliath? Ah, das ist ein Weibchen. Und das war ja auch eine Antilope. Aber hier ist doch. Verdammt, Goliath, was stimmt nicht mit dir? Wo ist er? Ja, hier. Ja, dann mach. Ist richtig. Ist richtig. Dann zieh zu. Wo ist er jetzt? Bist du sicher? Ich habe hier. Ich merke das jetzt schon wieder, das wird wieder nichts. Ich habe das Tier angeschossen. Und das war's. Schade, wenn wir den ersten Treffer, wo ich das erste Mal getroffen habe, wenn wir den hier auf unserem Gerät gesehen hätten oder was, dann hätte da auch noch ein bisschen mehr Information zugestanden. Weißt du was? Bleib mal bei Fuß jetzt. Ich hab die Spur ja. Da ist er. Aber sehen tue ich nix. Natürlich assi, dass der da so hinter den Bäumchen ist, ne? Ein angeschossenes Tier zurücklassen ist immer extrem assi, also. Ist nicht schön. Was? Ja, der warnt wie doof. Der sieht uns von, weiß ich nicht, oder hört uns, oder. Ich habe jetzt, wenn der das überhaupt ist, ich habe jetzt den Hund zurückgepfiffen, weil wenn der. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist.
Weil hier die blaue Spur, das ist auf jeden Fall unser Tier. Wenn ich den jetzt weiterlaufen lasse, das Tier verfolgen lasse, dann kann das passieren, dass er das Tier verschreckt. Das ist ein anderer. Oh, da ist er. Oh, da ist aber ein schöner. Wo ist er? Hab ihn doch gerade noch gesehen. Da ist er. Das ist nicht unser Tier. Also ich vermute, das ist nicht unser Tier. Weil unser Tier scheint hier zu sein. Das passt mir schon wieder gar nicht. Das ist schon wieder. Der hat wahrscheinlich seine eigene Spur gekreuzt. Und das ist andere AA. Und da jetzt wirklich noch die richtige Spur wieder zu finden. Eigentlich müsste er hier lang sein. Das ist ein Puma. Jetzt hast du da eine Spur und da eine Spur. Von dem gleichen Tier. Also das ist. Ne, hier dieses türkisfarbene ist die aktuelle Spur, die wir verfolgen. Ich gehe mal davon aus, das ist eine alte Spur. Scheiße. Lass mal einmal kurz da hinten gucken. Das ist gut, das ist eine Losung. Die ist frisch. Die ist frisch. Sehe ich die Spur eigentlich? Lass mal noch mal ein Stückchen hier lang gehen. Da. Siehst du? Der ist hier lang. Das andere sind alte Spuren. Eigentlich wollte ich da oben hin zu der 440 Meter. Aber wenn dir dann so ein Tierchen da vor die Nase läuft, das ist die Olle, die mich hier über Funk angedrahtet hat, ne? Die, frisch. Oder. Die hat gesagt, ich soll da hingehen. Oder irgendwelche, ja, Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen. Sowas in der Art. Hey, was soll denn das? Mach hier nicht so einen Lärm jetzt? Verschreckst mir die Tiere. Ich glaube, so ein Handy auf die Jagd mitnehmen ist nicht. Ist gar nicht das, was man macht, ne? An der Stelle mal kurz. Ich habe ja schon mal ein Let's Play dazu gemacht, ne? Ich kenne The Hunter. Wann kam dann eigentlich das erste Mal raus? Ich würde jetzt so schätzen. Aber ich wollte ich doch gar nicht, ich wollte das Fernglas nehmen. Irgendwann, weiß nicht, 2006, 2007, irgendwo da, wo ich das erste Mal gespielt habe. Das war dann aber nicht diese Version hier. Sondern diese
dieses Original The Hunter. Das ist ja The Hunter Call of the Wild. Und damals, dieses Hunter, was die damals rausgebracht haben, war so wirklich gedacht für irgendwelche Jäger oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das zum Trainieren gedacht ist oder weiß der Henker. Auf jeden Fall musstest du da oder konntest da so ein Abo abschließen oder so. Hast du einmal im Jahr bezahlt und hast dann tolle Sachen gehabt. Es gab halt aber auch eine Version, die du frei spielen konntest. Und es war damals wirklich so, dass ich so extrem beeindruckt war von der Grafik, weil das sah damals schon wirklich, das sah für seine Zeit, sah das Spiel fantastisch aus. Also gab kaum was Vergleichbares. Ich möchte ihn nicht wieder verschrecken hier. Da ist er. Das ist unser Junge. Ja, und deshalb hatte ich da einfach mal reingeguckt. An sich hatte ich überhaupt ja nicht das geringste Verlangen, so eine Art Spiel zu spielen. Ich fand das eigentlich total abwegig, sowas zu spielen. Weil ich könnte, glaube ich, niemals irgendwie in den Wald gehen und auf ein Tier schießen. Das wäre nicht mein Ding. Ich glaube, ich würde das nicht übers Herz bringen. Ich bin kein Vegetarier. Ja, ich esse gerne mal ein Stückchen Fleisch. Habe ich keinen Stress mit. Ob das okay ist oder nicht, das muss jeder für sich selber so entscheiden. Aber drauf schießen, meine Frau, die ist ja quasi, die ist eher so aufgewachsen, dass die auch mal irgendwie, die hatten halt Hühner und all so ein Scheiß und die, ich glaube, die hätte noch nicht mal Stress damit, einen Huhn den Hals umzudrehen oder so. Ich würde nicht leben, würde das nicht hinkriegen. Boah. Aber gut, das gehört, ehrlich gesagt, das gehört dazu. Ja, wenn man es genau nimmt, gehört das dazu. Naja, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, das erste Mal, als ich dann The Hunter gespielt habe und auf so ein Tier schießen konnte, wollte, sollte, das tat mich richtig schwer. Das war in dem Moment überhaupt gar nicht einfach. Aber im Endeffekt ist das totaler Bullshit. Mein Gott, das ist ein Spiel. Ja. Das sollte man jetzt nicht ganz so eng sehen, glaube ich. Ach, da hinten ist schon wieder eine Spur. Der wird schon wieder viel weiter gezogen sein. Scheiße. Das ist eine Drecksgegend. Wirklich. Du hast hier so viele Büsche und Gräser und all so ein Scheiß. Du hast hier nicht einmal wirklich halbwegs freie Sicht auf so ein Viech. Ich krieg's nicht hin. Was hat er denn jetzt hier gemacht? So ein Scheiß. Oh nein. Der ist bestimmt nicht wieder in die andere Richtung gegangen. Das glaube ich nicht. Der wäre uns ja quasi entgegengekommen. Aber ich glaube das einfach nicht. Verdammt! Darf doch alles nicht wahr sein. Ich kann das nie glauben. Habe ich jetzt sag nicht, ich habe den schon wieder verloren, ey. Was ist das da? Lass uns da mal eben hingehen. So ein Scheiß, ey.
Ah. Ich glaube auch grundsätzlich gesehen bin ich zu blöd für das Spiel. Ja. Ach, das ist, hier kannst du so ein Haus bauen oder so. Ja. Hier kannst du Baukosten 2100. Ach du, du glaubst es nicht. Ich wollte das gar nicht. Puma. Oh, betreten. Ach so. Ich wollte eigentlich mit dem Puma sprechen. Hä? Aber ich könnte jetzt hier rausschießen oder was? In welche Richtung habe ich denn gerade noch geguckt, wo der Puma war? Wie komme ich hier raus? Oh, danke. Ja, tolle Wurst. Ich glaube, ich habe das Peak schon wieder verloren. Ja. Und die Waffe, die ich jetzt benutzt habe, ich habe die erst gerade gekauft. Eigentlich ist die auch für... Ich glaube, das steht da auch bei, ne? Wenn ich die jetzt hier... Das MN 1890 ist ein kampferprobtes Gewehr aus der ganzen Welt, bla 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 bla. Großartiger Jagdgefährte in der Ziele unfassbare Entfernung treffen. Da war das doch wieder ein anderes. Vielleicht hätte ich doch nicht mit dem schießen sollen. Vielleicht hätte ich doch besser mit der 270er schießen sollen. Aber ich habe so gedacht, also hier packst du 762er Munition rein. Alter, das ist quasi ein Full Metal Jacket. Das ist ja, ich kenne mich, ich ehrlich gesagt, ich kenne mich ja nicht aus mit Munition, ne? Nicht wirklich. Aber sind wir mal ehrlich, ey, von so einer Kugel will man nicht getroffen werden. Headset verknotet hier. Und vielleicht war das, ich habe eben, habe ich durch diese ganzen Gewehre geguckt, weil ich wahrscheinlich auch durch dieses Freischalten, durch diese ganzen Keys, die ich da freischalten konnte, das ein oder andere Gewehr halt auch für Umme gekriegt habe, ne? Und da habe ich mir so ein paar Gewehre angeguckt. Vielleicht habe ich die auch so ein bisschen durcheinander geworfen. Ich crafte mir mal eben einen Kaffee. Wenn ihr was seht, sagt mir Bescheid. Ah, schön. Das ist übrigens ganz popliger Kaffee. Das ist so ein 2 in 1 Kaffee. Aber den kannst du dann einfach, wenn du warm Wasser da hast, kippst du in so ein, in so eine Tasse, ne, und dann kippst du das Wasser da. Ich mag den, ich weiß auch nicht wieso. Ich stehe eigentlich eher auf richtig guten Kaffee. Irgend so einen leckeren von Starbucks oder so, weißt du? Stopp, halt an! Mein Gott, bleib stehen! Bleib doch stehen! Aber der schmeckt auch, wollte ich sagen. Wenn ich bis dahin kommen würde, würde ich, also, ich kann es ja nicht zeigen. Vielleicht was sehen können. Da ist so unfassbar langsam, wenn der gebückt läuft, ne? Aber du bist dann für das Tier kaum zu entdecken. Da ist er. Ich habe ihn doch gesehen, oder? Ja, jetzt beim Regen ist das mal überhaupt nicht zu sagen. Da ist er doch.
Nimm das Gewehr. Ja, leck mich am Arsch. Hast du gesehen, wie der losrennt? Wie willst du den denn treffen? Wo ist denn der jetzt? Hat sich das Viech in Luft aufgelöst oder was? Die sind, also diese, weiß der Henker, was das jetzt für ein Hirsch war. Auf jeden Fall sind die echt beeindruckend schnell unterwegs, ehrlich. Deshalb kommst du da auch nicht hinterher. Ich hatte überlegt, dass ich weil das, also wenn du bei der Hunter unterwegs bist, das kann, können ja schon mal lange Wege sein, ne? Die man da so läuft. Und da passiert dann halt auch viel Zeit lang gar nichts. Und um das Ganze vielleicht für den Zuschauer interessanter zu machen, hatte ich überlegt, ob ich das halt ein bisschen zusammenschnipsel. Das Video. Allerdings war es bis jetzt ja so, also wie lange nehme ich jetzt eigentlich auf? Ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf. Hab die ganze Zeit gelabert. Am Ende ist nicht viel passiert. Boah, hör mal auf, wer schickt denn ständig Nachrichten? Also müsst ihr mal was zu sagen, was ihr so dazu sagt. Oh Gott, ey. Das ist schon wieder ein Tag. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Video überhaupt hochladen kann. Guckt nur einer zu. Schreibst du mir das unten rein, falls du gerade noch zuguckst? So, mein Kaffee ist fertig. Prost, ne? Mmh, lecker. Ich bin ziemlich sicher, die Nachrichten, die mir gerade geschickt wurden, kamen von meiner Frau. Die sitzt unten und sagt, ey, ich habe Hunger. Mach mal was zu essen. Ich weiß nicht, ob das... Ist der... Gerade hier unten vielleicht so lang gelaufen, der Typ. War der das? Das könnte fast der Fall sein, hä? Jetzt will ich will dahin und laufe aber schon wieder in einer anderen Richtung. Merkst du? Merkst du was? Ja, der war das. Der hatte sich hier hinter diesem Wall versteckt. Und jetzt renne ich dem schon wieder hinterher und werde den nie einholen. So wird es ausgehen. Naja, sei es drum. Ich meine, wir haben sowieso unsere halbe Stunde voll. Sagt mir doch mal bitte, was ihr
davon haltet, ein bisschen The Hunter zu zocken. Wäre. Wäre schön. Wäre schön zu wissen. So den einen oder anderen Kommentar, wie ihr das Spiel findet. Wir sind übrigens ab, habe ich gar nicht gesagt, wo wir sind. Also dieses Jagdrevier, wo wir uns gerade befinden, ist in Südamerika. Irgendwo in Südamerika. Aber das wird jetzt im Endeffekt nichts bringen. Wahrscheinlich muss ich dem mindestens noch eine halbe Stunde hinterherrennen. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ist nicht so wahr. Oh. Wenn die Hunger hat, ne? Weißt du, wahrscheinlich werde ich auch ein bisschen unausstehlich, wenn ich Hunger habe, ne? Wird ja jeder irgendwo, ne? Aber die kann dann auch echt nervös werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Däumchen würde ich mir trotzdem wünschen, auch wenn dann alles so ein bisschen chaotisch war und wieder mal nichts geklappt hat. Aber du kannst bei The Hunter nicht erwarten, dass du in einer halben Stunde unbedingt ein Tier schießt. Manchmal schießt du drei. Kann auch passieren. Bis zum nächsten Mal. Tschö.